Wir sind hier einen Tag später bei Gali. Spoiler sagen, dass Nick's Chapter geisteskrank wird. Ich habe keine Spoiler bekommen. Aber ich sage hier und jetzt, das verlorene Jahrhundert wird enthüllt. Ob heute oder nächste Woche, werden wir sehen. Aber ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Und Dachi geht ins Main Game rein. Ins Main Game. Mir fällt jetzt auf, wenn Blackbeard wirklich mit Rocks verwandt ist, dann war Ace vs. Blackbeard einfach Showdown der Söhne. Digga, das wäre wieder some Odachi-Shit, ne? Man Oga rettet innerhalb von einer Woche Teach davor, ins Wasser zu fallen, hat den literally coldesten Anime-Moment zusammen mit Kusan und ist dann noch der MVP der Blackbeards auf Egghead, der ohne seine Miene zu verziehen in Gorosei den Krieg erklärt. Was ein Mann. Stimmt, ne? Von Oga, Alter, der hat echt Eier bewiesen letztes Mal. Dieses Chapter hat wieder mal bewiesen, wie viel wir einfach noch nicht wissen. Und im Dunkeln tappen, der einzige Satz über Blackbeards Rass. Na gut, aber Chat, dazu sage ich, bevor ich weiterlese, das hat man ja schon, das war überraschend, das war cool, aber das war jetzt keine Sache, die komplett out of nowhere kam. Also das hat ja schon ein bisschen geköchelt, ne? Das kann man ja schon sagen. So, die Theorie mit den Zerstörung der Fishmans-Insel bis hin zu Teach gegen, das Fishmans-Insel ist krass, bis hin zu Teach gegen Ace-Kampf, welcher Meinung nach diesem Chapter an Bedeutung gewonnen hat. One Piece wird 2024 nochmal eine ganz neue Stufe erklimmen. Schöne Worte. Ruffys größter Fanboy ist Barto und Blackbeards größter Fanboy ist Karibu. Es muss ein Kampf zwischen den beiden stattfinden, das wäre es ja. Ich feiere im Gegenzug die ganzen Zoro Slender Memes, die auf Twitter kursieren, aber jetzt mal ehrlich, Ruffy besiegt den Kaiser und die Community denkt, dass plötzlich Zoro auf Kaiser-Level ist. Dabei hat er nur King besiegt, welcher nicht mal krass Haki hätte. Bro! Das ist aber ein Understatement, was Zoro mit Kaido gemacht hat. Ich meine, come on. Der hat schon zugelangt. Nur weil jemand wen anders nach zig Chaptern besiegt, heißt das noch lange nicht, dass erstens der Kampf beim Rematch genauso ausgehen würde. Für Ruffy klappt es ja, warum für die Gegner nicht auch. Der Gegner bei einem Rematch in ferner Zukunft gelowdifft. Drittens, bestimmte Crewmitglieder leichtes Spiel mit denen haben würden, weil alle sind ja stark geworden. Jetzt mal ehrlich, bei Lysop vs. Don Creek würde ich schon mal nicht auf Lysop setzen. Hä? Die letzten Kapitel zeigen wieder mal schön, dass die Mütter mancher Fans bei deren Schwangerschaft den einen oder anderen Wein zu viel genossen haben. What the hell? Moonman hat einfach gedacht, Alter, ich scheiße auf euch alle. Damit bin ich ready fürs Chapter, sage ich dir. Also damit bin ich bereit, da kann ich ja gar nicht sein für das Chapter nach so einem Statement. Ah ja! Mhm. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Alter! Ja, das habe ich auf Twitter gesehen. Also ich weiß nicht, was Oda sich gedacht hat, aber Robins Gött ist ja nochmal, ne? Okay, Chat, wir gehen rein. One Piece 1108. Let's go. Okay, wir bleiben hier. Okay. Ja! Warte, nicht schießen! Wer ist der Typ? Das ist Nasa Karibu. Das ist richtig! Bitte, noch nicht schießen! Er ist ein Pirat, das ist wahr. Aber das hier ist eine Insel der Weltregierung. Und es gibt viele Leute, die das Leben unseres Captain bedrohen. Nein, Sir, bitte nicht! Bitte! Ihr müsst mir glauben! Wenn ihr mich jetzt tötet, wird Master Blackbeard euch fertig machen! Faszinierend. Warum? Weil ich habe eine wichtige Information, die ihr nirgendwo anders sonst bekommen würdet. Das sind jetzt in seinen Gedanken. Nämlich, dass eine der antiken Waffen nach einem Gott Poseidon benannt ist, sich auf Shirahoshi, die von der Fischmenscheninsel bezieht. Und dass eine andere... Oh mein Gott, Digga! Und eine andere Pluton unter... Digga! Oh mein Gott, der Blackbeard antike Waffenplot wird einfach real. Unter Wano ist, die einzigen Menschen in der ganzen Welt, die beide diese Fakten wissen, sind die Strohbande und ich. Wenn du mich mit Meister Teach sprechen lässt, werde ich fröhlich die Information mit ihm teilen. Ich bin mir sicher, dass er sehr froh sein wird, das Ganze zu hören. Also nimm mich mit. Es wird sich bestimmt für euch lohnen. Wie wird der Sniper eigentlich geschrieben, den im Wiki steht? Wano Oga und im Manga. Ich glaube, Van Oger ist halt auf Deutsch und Van Ogere ist so diese englische Schreibweise. Okay. Also, weg von der Küste! Versucht nicht, gegen die Pazifister zu fighten! Alter, was ist das denn? Was ist das für ein Schild? Ach, das Bubble-Schild, okay. No, the Bubble-Schild! Wieso müssen wir mit dieser krassen Technik der Weltregierung kämpfen? Als erstes sollten wir die Pazifister wieder unter Kontrolle... Ey, Doberman! Die Pazifister wieder unter Kontrolle bringen. Erledigt die Piratin Jerry Bonnie. Alle Vizeadmirale. Verlässt euren Posten und tötet Jerry Bonnie. Verstanden. Hier ist Tosa. Ich habe das Ziel im Blick. Ich bringe sie jetzt um. Oh, diese Clown. Sind 10 Fingerpistolen
dass die durch jede Armor durchbrechen. Tosa bei Tor. Er will los und dann... Oh, Boogie und Woogie. Okay. Wir wissen über die neuen... Ha, geil. Wir wissen über die neuen Crewmitglieder Bescheid wegen den Kopfgeldern. Aber ich sehe gerade hier keine anderen. Sind sie alle beim Research Lab? Wir sind hier für die Strohbande. Oh, Luffy ist mein Captain. Wir sind Kämpfer von Elban. Ey, das ist so geil, ne? Wir beschützen sehr fröhlich unsere Freunde. Ruffy und Sanji und Vegapunk sind immer noch in der Mitte der Insel. Könnt ihr ihnen helfen? Oh, das sind Namen, die wir kennen. Natürlich werden wir das. Oh, okay. Vegapunk ist der Forscher, der erwähnt worden ist. Aber auf was bezogen? Von Shanks oder von irgendwelchen Schriften oder was auch immer? Oh, sind das die Meister, von denen Lissab geredet hat? Jawohl, Alter. Geil, Mann. Sie kennen Frankie nicht. Ach, sie kennen Frankie nicht, weil er nicht auf seinen Dings ist. True. Ja, ey, geil. Oder hat das... Hat er das... Sehr geil, ja, weil er sein scheiß Roboter ist. Ja, wie cool, Alter. Das ist ja nice. Deswegen kennen die ihn nicht. Das ist geil, Alter. Ach so, Vegapunk ist derjenige, der der Forscher erwähnt hat. Die meinen Sauro damit. Ja, das ist geil, wenn das stimmt. Mein Untergeordneter war ein Riese vor 20 Jahren. Oh, du meinst Sauro. Ja, er war sehr stark. Wo sind eure anderen Freunde? Es gibt ein Labor über den Wolken. Die sind da auf einer Himmelsinsel. Oh, Himmelsinsel! Enel is coming. Okay, wir switchen wieder zurück. Wir müssen hier raus oder wir werden es nicht überleben. Mich zu bewegen verschnellert nur meinen Blutverlust. Oh nein, Vegapunk. Okay, weiß nicht, was wir versprochen haben, wenn wir von dieser Insel kommen. Ich habe gefragt, aber jetzt habe ich meine Meinung geändert. Es gibt etwas, was ich beschützen muss, okay? Ich habe gehofft, dass ich es nicht Bonnie erzählen muss über ihren speziellen Autoritätschip, bis sie größer geworden ist. He's less and less human by the minute. Wen meint Sanji damit? Meint er den Gorosei? Meint die, dass er immer weniger menschlich wird? Und menschlich ist? Ah, an den Augen, ne? Stimmt, an den Augen sieht man das, ja. Krass. Digga, ja, auch unsere Links hat sich geändert. Ja, stimmt. Er sieht auch anders aus. Das sehen wir wahrscheinlich auf der nächsten Page. Hier verwandelt er sich schon. Seine Augen... Boah, Digga, Code S auch von Sanji, ne? Seine Augen sehen immer bizarrer aus. Und er ist irgendwie mit Gift ummantelt oder so. Boah, jetzt, Digga, bin ich gespannt auf den Page-Flip. Pass auf, Ruffy. Oh, das habe ich auch gesehen. Kagebunsch. Digga, guck mal, ich habe das gesehen. Kagebunsch no Jutsu, aber ich habe nicht auf den Gorosei geachtet auf Twitter. Aber ich glaube, er doppelt sich nicht. Er ist nur so schnell am Ausweichen. Beeil dich und nimm ihn mit, Sanji. Ignoriere. Ah, unten. Ah, Hilfe, nein. Ignoriere ihn, wenn er vor Schmerzen schreit. Bitte auf, Sanji. Ich weiß, halte durch. Oh nein, Kizaru. Oh nein, nein, nein. Oh Gott. Ey, er kann sich so strecken wie Ruffy, ne? Was ist hier los? Seine Beine, ihr habt recht, Chat. Aber warte mal, es fiel auf einmal erstmal. Warte mal. Hallo, Kizaru, was ist denn mit dir los? Ich hab doch letzte Woche dir nochmal richtig Dings gegeben. Oh Mann! Renn einfach zum Ende der Insel. Verdammt, tut mir leid, Vegapunk. Oh nein, Kizaru kommt hinterher, bitte nicht noch ein... Oh! Oh, oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit, oh, shit. Warte, was... Ich sehe unten links die Sprechblase. Und wenn ich so eine Sprechblase sehe, dann weiß ich eigentlich immer, irgendwas passiert hier. Deswegen, ich habe noch nicht gelesen, was da steht, aber... Oh mein Gott, Digga. Warte, ich brauch Dings. Ist ihr bereit? Ich weiß nicht, was da kommt, Digga. Ihr geht nirgendwo hin. Ruffy mit dem crazy Blick. Verdammt! Hey, Vegapunk, halte durch, nicht ohnmächtig werden. Du bist doch nicht tot, oder? Warum lachst du? Beep, 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 beep. Check. Ist es on? Ihr da draußen. Komm in. Welt. Ich bin Dr. Vegapunk, ein einfaches Genie. Werden einige von euch wahrscheinlich geschockt sein werden über die Message, die ich jetzt zu sagen habe. Oh, shit! Gehe ich sicher, dass es die Wahrheit der Welt ist. Man sieht am Ende, wie sein Herzschlag ausgeht. Oh, shit, bro. It's happening. Oh, no. I can't. Oh mein Gott, ist das krass! Es passiert! Ist es crazy! Ey, ich hab so mitgefühlt nochmal, so geil. Ey, das passiert einfach so krass! Bro, Kizaru ist auf dem Scheiße, Digga. Ruffy hat irgendwie ein anderes Awakening. Ey, was ist das für eine Enttäuschung erstmal? Also, ey, es gibt so viele krasse Sachen diese Woche. Also, ich weiß gar nicht, wo anfangen soll. Erstmal, du weißt ja, dass Vegapunk abgestochen wurde schon von Saturn, ne? Ja. Debatte diese Woche, die Hauptdebatte. Kizaru hat durch das gleiche Loch geschossen.
und hat seine Wunden damit versiegelt und hat ihn gerettet. Was? Diese Woche wurde heiß gekocht in der Community. Was? Ich muss erstmal tweeten, dass One Piece nächste Woche alles auseinandernehmen wird. Das ist erstmal wichtig. So. Digga. Ey. Das ist Paulaner-Alarm. Paulaner-Alarm seit Urgroßvater. Aber viele haben das wirklich geglaubt. Was aber Quatsch ist, weil am Ende sieht man diesen EKG-Move von ihm, diesen Netoro-Move, weißt du, sein Herz hört auf zu schlagen und die Nachricht wird rausgesendet an die ganze Welt. Boah, das wird so krass, Digga. Oh mein Gott, Alter. Wenn er das durchzieht, wird das so crazy werden. Ey, einfach Reveal. Oh mein Gott, Alter. Das ist so krass. Wie lange? Es ist doch klar eigentlich, dass wir jetzt in den nächsten Chapter den Namen des verlorenen Königreiches wissen, oder? Und wahrscheinlich dann auch, was das D bedeutet. Nächste Woche. Wir sind diese Woche. Alter! Wir sind 2 Tage noch entfernt. Ich krieg wahrscheinlich heute Abend morgen die Spoiler. Vegapunk steht mit deinem Lächeln. Was in der Serie alles mit deinem Lächeln? Ja, wir alle weißt mit du, dem D. Es zieht sich ja auch wirklich so ein bisschen dieses Ohara, Saul und das Ganze zieht sich da so ein bisschen durch, weißt du? Und dass jetzt der Wille nochmal von Clover, das wurde ja auch am Anfang nochmal gezeigt, so sein von Professor Kleeblatt, weißt du, sein Wunsch. Und er hat ja noch das ausgesprochen sozusagen und wurde dann abgeknallt, den Namen. Und dass er das jetzt hier sagt, ey, es ist eigentlich so wahrscheinlich, es muss passieren. Aber wird die ganz, also geht die Nachricht an die ganze Welt raus? Ja, safe, zu 100%. Alter, also, das ist ja... Es ist zwar nicht Canon so richtig, weil in One Piece Film Red... gab es diese Art von Teleschnecke, die Livestream-Teleschnecke, die von Vegapunk erfunden wurde. Darauf stand auch SSG. Aber es könnte auch Canon sein. Und auch die Technologie, dass es in die Welt gesendet wird, ist, glaube ich, schon... Dafür hat er gesorgt. Das ist aber, Digga, dann geht ja alles in die Brüche, ne? Ja, das ist ja voll krass. Dann kriegen wir ja gar nicht den, wir sind auf Elbern und chillen auf Elbern-Arc. Der kommt dann nicht, weil, Digga, die Welt ist ja am Brennen dann. Dann ist ja vorbei. Also, so, die Marine ist ja gebumst. Alles. Also, es kann... Also, ich sage, es werden ganz viele Königreiche daraufhin rebellieren. Auf diese Königreiche werden dann Holy Knights gesetzt. Königreiche, die komplett außer Rand und Band gehen und gegen die Weltregierung gehen wollen, werden ausgelöscht mit dem Laser. Der Meeresspiegel wird immer weiter steigen. Die ganze Welt droht abzusaufen, außer die auf der Redline, die Tenryubito selbst und die Himmelsdrachen und so. Weißt du, die sind ja auf der Redline, die sind safe von dem Meeresspiegel. Ich glaube, es wird so ein krass. Kampf gegen die gesamte Welt. Alter, das ist so krass, ne? Es ist so krass. Und guck dir Saturn an. Da haben wir endlich unseren Incident, der die Welt verändern wird, ne? Jetzt musst du mal, ey, gib mal bei Google ein, Eye, also Auge auf Saturn. Das Auge von Saturn. Mit One Piece oder nur Eye auf Saturn? Einfach nur so. Viele sagen, das ist sein Auge. Ja, aber ich denke, das wird nur eine Designentscheidung sein. Ich glaube nicht, dass es plotrelevant ist. Das Einzige, wo ich glaube, dass es plotrelevant sein könnte, ist, dass sie aus dem Weltall sind, ne? Also Aliens. Ja, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie so Saturn-Plot... Aber also ich glaube, nach diesem Chapter glaube ich mehr, dass Saturn diesen alten Männerkörper nur angenommen hat und dass er eigentlich gar nicht ein menschliches Wesen ist. Ja. Kann auch sein. Kann ich auch sehr gut vorstellen. Sehr, sehr gut vorstellen. Sanji hat das so angeteased hier. Ja, dass er immer weniger Mensch wird, ne? Oder ist ja. Da muss Orochi dich aufpassen, weil das kann voll in die Hose gehen. Dieser, die sind auf einmal Aliens-Plots, weil das kann funktionieren, das kann aber auch scheiße werden, Alter. Ich weiß gar nicht, was er machen will, ob er die Karte spielt mit irgendjemand aus der Vergangenheit lebt noch, Imsama halt oder und oder Aliens so. Also weil Imsama wirklich den Vibe, der ist von damals einfach und der will irgendwie so, ne? Ja, der ist so, ja, ne? Aus dem Hause Nerona. Deswegen, das fühle ich nicht, dass er irgendwie so... Oder halt, es könnte ja auch sein, dass er halt, dass damals das Wesen, also dass damals Imu übernommen worden ist von einem Alien und der halt im Imu-Körper, das würde funktionieren. Was sagen wir eigentlich dazu, dass Poseidon in der One Piece-Welt selbst auch ein Gott ist? Ja, das fand ich auch ein bisschen komisch. Das Wording, ne? Ja, dass Karibu selbst sagt, ja, ist nach einem Gott benannt. Ja, also, das fand ich. Ist da wirklich ein Gott, so, der so hieß? Oder ist das da auch nur so eine Aberglaube oder weiß ich was? Ja, Digga, es hängt ja zusammen, was war. Ja. So. Man kann es gar nicht mehr deuten. Krass, das ist so krass, Alter. Ey, jetzt will ich mal von dir wissen. Ey, ich sag aber eins, bevor du fragst, ne? Digga, ich hab jetzt. Guck mal, wir haben jetzt 6, 7 Chapter Kuma bekommen. Das war auch alles schön, das war auch alles, ne? Emotions, so war alles so, ne? Aber Digga, gib mir jetzt auch 5, 6 Chapter von 100 Jahrhunderts. Nicht einfach 2 Chapter und dann weiter. Nein, schon. Boah, echt? Ich glaube, wir kriegen 1 Chapter. Nee, ich will schon ein paar Chapter haben jetzt. Also, guck mal, er lächelt ja am Ende in Sanjis Arm, weil er schon gestorben ist, ne? Ja. Man sieht ja dann EKG, dieses EKG-Gerät, diesen Herzausschlag, der ist so. Und man sieht auch Klick und so komische Soundeffekte von diesem EKG ausgehen, dass damit jetzt irgendwas getriggert wurde. Und dann geht das los. Also Vegapunk ist tot. Der echte. Die Frage ist, was passiert jetzt mit seiner Gehirnfrucht?
die Seele der Teufelsfrucht, die ja er eigentlich gegessen hat, so. Das ist auch nochmal die Frage. Was passiert jetzt damit, ey? Boah, das ist so krass gerade. Normalerweise müssten die eigentlich auch alle sterben. Oder nicht mehr funktionieren. Boah, Roboter getriggert, Digga. Weißt du, was auch krass ist? Dass viele denken natürlich jetzt so, ja, Weltregierung ist doch da und safe machen die irgendwie den Move, ihm ist ja mal drückt auf dem Knopf und die Verbindung ist gekappt und weißt du, so mit. Ja, aber wie soll er das machen? Er kann ja nur nuken, aber der Nuke, dieser Nuke, ja. Guck mal, wir haben ja den Nuke vorher gesehen, ne? Und wenn ihm immer zu jeder Zeit, egal wann er will, nuken kann, dann macht das keinen Sinn, dann kann er auch einfach alle auslöschen sofort. Das wird safe Cooldown haben, 100%, und ja, deswegen und ist es auch vorher passiert. Und du weißt ja, dass wir schon erfahren haben vom Erzähler, der Egghead-Vorfall wird passieren und er wird die Welt schockieren. Aber das ist ja das. Genau so wurde das gesagt. Und guck mal, was in der letzten Nachricht Vegapunk sagt. Er sagt, das wird euch alle schockieren. Ja, ich habe gesagt, das wird genau das hier sagen. Das ist der Egghead-Vorfall, ist der Leak des verlorenen Königreichs. 100%, Digga, 100%. Die Frage ist, ist es das verlorene Königreich? Weil er will die Wahrheit der Welt verraten. Was ist damit inbegriffen, weißt du? Was denkst du? Das wollte ich dich fragen. Also, eigentlich müsste er jetzt, das Erste, was er verrät, muss eigentlich sein, die Wahrheit hinter der Regierung. Muss eigentlich das sein, das Erste. Ob es jetzt einen Teufelsfruchtbaum gegeben hat oder da irgendwer eine Royal Family war, das ist doch für den Normalbürger voll uninteressant. Das ist doch scheißegal. So, aber ja, dass die Weltregierung so voll Dreck am Stecken hat, das muss ja raus. Denke ich auch. Ich kann es mir auch vorstellen. Ich glaube, das Krasseste wird sein, dass er sagt, dass es damals schon technisch hochentwickelter war. Und dass es eine Zivilisation gegeben hat, die tragen ein Die im Namen und bla bla bla. Er hieß es so an und am Ende sagt er das, den Namen des Königreichs, glaube ich. Ja, ja. Aber es muss ja trotzdem was über diese Regierung sein, weil das wäre so, ja, okay, das ist krass und so, aber das würde ja nicht zum das würde ja nicht die Leute ja, zum ja. Durchziehen. Also, ich würde safe sagen, die heutige Weltregierung so hat all die Jahre das alles vertuscht und versucht zu verstecken. Ja, das könnte die einzige Information sein, vielleicht, dass er das sagt. Aber das Ding ist, warte mal, das ist doch mal interessant. Er braucht ja einen Proof. Was ist sein Proof? Weil natürlich kann man sagen, ja, die Leute glauben ihn einfach, aber er braucht doch einen Proof irgendwie. Ja, irgendwas, was er sagt, so, ist euch schon mal das und das aufgefallen? Oder die Redline ist künstlich? Oder, keine Ahnung, die Welt war nicht immer so wasserüberflutet? So, er könnte jetzt alles sagen. Er braucht ja irgendwas. Irgendwas, was man auch nachweisen kann. I made it up, Digga. Ja, ich glaube auch. I made it up. Quelle me, Digga. Ja, ist halt echt die Frage. Der Vegapunk seinen Abschluss bekommt, wie findest du seinen Charakter? Dann wurde er sein Hype-Set. Ja, Digga. Also, ich wollte ja von Vegapunk nicht, dass er, also das, ich wollte von Vegapunk nur, dass er mir sagt, was mit Verlorener Jahrhundert ist. Das macht er jetzt, also. Digga, hat alles funktioniert in mein Book. Quelle Vertrauen, Bruder. Ja, nee. Ey, meinst du, er wird auch sagen, Sonnengott Nika ist zurückgekehrt oder sowas? Nee, das kann er ja gar nicht sagen, weil das ist ja. Er hat aber letztens noch gesagt, es gibt Leute, die haben über 100 Jahre auf ihn gewartet. Was ist jetzt ein Mastercall so? Der Sonnengott Nika ist da so. Meinst du, das ist nicht in seiner Rede? Aber das Ding ist, diese Rede ist ja vorher aufgenommen. Und er hat erst hier irgendwie das gecheckt, weißt du? Ja, das wäre schon krass, aber wenn da so Aufnahmen wären vom aktuellen Geschehen. Und genau dieser Frame jetzt. Sonnengott Nika ist zurück und dann sieht man, wie er gegen Marino und den Gorosei kämpft. Das wäre schon krass. Ja, alle sagen, das ist so ein Walter White-Move, den er da macht, so weißt du? Walt gegen Hank. Walt so, gegen mein Hank. Mein Name ist Walter Hartwell White. Ach so, das? Ja, ja, ja. Das ist ja, wo er aufgenommen hat. Ja. Ey, das ist so krass. So ey, krass. Jetzt platzt die One Piece Bombe, ey. Wir haben gerade mal Februar. Das ist echt wirklich. Ja, Nuke muss aufgeladen werden, ich weiß. Ja, die Frage ist, weiß Vegapunk nicht. Von Imus Existenz? Ja, natürlich. 100%. Der war also Safe Call. Natürlich weißt du das. Ja, der Whitebeard, das One Piece existiert, Vegapunk, Nika existiert, ja. Ja, nee, Nika existiert, wird zu lame. Alter, es ist so, also dieser, ich hab unten links schon gesehen, ne? Als ich gelesen habe, ich unten links schon diese schwarze Textbox gesehen. Und ich wusste schon, okay, Digga, das wird jetzt safe das sein. Aber ich habe wirklich keinen Spoiler bekommen vorher, dass revealed wird. Ich habe nur gedacht, wegen der Reaktion der Community, dass es safe so sein wird. Ey, was ist deine Prediction denn? Ich will mal wissen, was... Wie heißt das verlorene Königreich? Jetzt, boah, kann man das predicten? Monkey. Ja. Eigentlich, sind wir mal ehrlich, eigentlich Dawn. Dawn? Oder? Ja, aber ich Dawn weiß nicht, ob es wirklich Dawn sein wird. Für das D im Namen, für das Werk davor, Romans Dawn. Ja, es muss... Weißt du, so, aber und ich könnte mir, ja, ich könnt mir mal, vorstellen. Santoshi schreibt es auch, Don oder Dawn, weil das. Das ist Don, ne? Das gibt's auch. Ja, ja, das gibt's auch oft. Ich weiß. Der Soundeffekt am Ende links ist auch wieder das. Don, ja. Der Soundeffekt wurde so überall benutzt, so auch bei Ruffys Trommeln, auch bei Kleeblatt, der erschossen wurde, war auch dieses Don als Soundeffekt. Ja, eigentlich muss es Dawn sein. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das Dawn nur so metaphorisch ist und das D für was anderes steht, aber ich wüsste mittlerweile. Nee, Digga, ja, es wird nicht Dream. Einige sagen auch zur Zeit. Ja? Ja, Dancer. Nein, 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 niemals. Nein, nein.
Also Dancer und Dream könnte ich komplett aus dem Kopf schlagen. Also Dreams wäre der most lame Shit, den ich jemals gehört hätte. Und ja, diese Zivilisation hieß Dreams. Oh mein Gott. Das ist auf Moonkey-Level, weißt du? Fluffy ist der Mondschlüssel. Der Mondschlüssel. Der Kingdom of Daiboken. Was heißt denn Daiboken? Boken ist doch Geschichte, oder? Also Devil ist auch raus, 100%. Das ist so alt. Also selbst wenn es an einem Punkt so gewesen ist, also Devil können wir uns komplett aus dem Kopf schlagen. Ey, es wird enthüllt. Ne? Kannst du es vorstellen? Es wird passieren. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Null. Das wird so krass werden, ne? Aber guck mal, Ruffy versus Kizaru jetzt. Guck mal, Kizaru blut erstmal. Blut aus dem Mund, weil Ruffy ihn zermalmt. Ist Ruffy wieder anders drauf? Oder wieder so ein Extra Awakening oder so? Guck ihn dir an, ey. Wie krass sieht der aus? Er redet. Also ich finde, er redet hier so voll nicht Ruffy-like, weißt du? Ihr geht nirgendwo hin. Aber wie krass, ne? Guck mal, er hält Kizaru fest, er fixiert sie und die Nachricht wird abgespielt. Und sie können nichts machen. Das ist so krass. Ja, wenn er die jetzt auch im Schach hält, ist das schon krass. Und guck mal auf, wo man das EKG sieht, ne? Dieses Panel rechts daneben. Das ist so eine kleine, unscheinbare, kleine Einrichtung, wo das gerade abgespielt wird, weißt du? Ja. Also da kommen die jetzt auch nicht drauf, dass die Bildschirm da kaputt machen oder so schon. Ja, ja. Ein paar geweint wegen Kizaru. Ja, muss er loslassen. Aber guck mal, wie groß Saturn ist, bitteschön. Also er ist gar nicht. Ja. Und dass Saturn so gummiartig ist auch, so, ne? Ja, so tentakelmäßig. Sehr weird. Ja, aber es ist eher Tentakel als so Gummi, ne? Ihr habt hier zuerst gehört, nächste Woche werdet ihr es erfahren. Pass auf, Freunde, festhalten. Ich sage, der Strohhut hat eine Teufelsfrucht gegessen. So, jetzt ist raus. Ja, das ist ganz wild. Warte, hatte Shanks den Strohhut auf, als er Ruffy gerettet hat? Weil dann hätte er nicht schwimmen können, weil der Strohhut ihn berührt hat. Oh, Shanks hatte den Strohhut nicht gehabt. Oh, shit, Digga. Es wird passieren, ja. Nächste Woche. Strohhut hat eine Teufelsfrucht. Doch. Stroh die Hut. Er wird nicht beeinflusst von der anderen Frucht. Wegen seiner eigenen Teufelskraft. Es wird so sein. Oder ein Mensch hat die Strohfrucht gegessen und ja, okay, ihm, okay, wurde, pass, er, ihm wurde die Operation des Lebens durchgeführt und er wartet die ganze Zeit auf den Moment. Eingewoben. Er ist eingewoben. Und jetzt, pass auf, ich gebe dir noch was. Du kennst ja dieses rote Band, ne? Wenn du das rote Band umdrehst, sind da die Zeichen des Road-Pornoglyph drauf. Ja, die ganze Zeit auf der Innenseite des Bandes, ne? Oh, Gott, wie konnten wir das denn nicht erkennen? Die Theorie, ey. Ja, Digga, das rote Band ist auch symbolisiert die Redline. Das weiß doch jedes Kind. Diese wilden Theorien, ey. Alter, Scoppa Gabbana ist der Stroh, Digga. Pass auf, es wird passieren. Bucky hat den Hut erstochen. Ja, das stimmt, aber der Strohmensch war nicht gerade dort, wo der erstochen worden ist. Deswegen ist nichts passiert. Ja. Das Land des Fleisches sein, das von der verlorenen Königreich? Nein. Ja, es könnte wirklich albern sein, so ein bisschen. Es wird auch albern sein. Ey, es war aber technisch krasser entwickelt. Und sie hatten eine Energiequelle, weiß man so, mit der die Roboter auch liefen. Der Antike, der jetzt auch gerade am Köcheln ist. So. Ja, ich sag mal so, ne? Was war nochmal mit dem Anime aus 1982, das Mystery City of Gold? Auf. Da waren die Leute bekannt als die Sonnenmenschen, weil die Solarenergie bis auf Maximum geskillt haben. Das D steht nur für den Sonnenaufgang am Horizont. Auf der Seite, wenn man das D umdreht. Oh mein Gott! Haben wir auch noch nicht gehört, dass das D so dieser Sonnenaufgang ist. Ja, oder der Strohhut halt, das kennt man ja. Das D steht für den Stroh. Ja, ja. Aber ist schon alles verwoben miteinander, ne? Dieses Strohsymbol und so, das stimmt schon. Das ist echt schon, also so. Oder ist echt, echt richtig gut so in diesen kleinen, simplen Sachen verbauen. Das ist echt richtig gut drin. Ey, und das ist wirklich jetzt, das ist keine Enthüllung, die er sich so aus dem Arsch gezogen hat, jetzt so seit kurzem oder so. Das D ist ja wirklich schon Monkey D. Ruffy. Das erste Folge, erstes Chapter war das klar, dass er so heißt und für was dieses D steht. Und das jetzt nächste Woche zu enthüllt bekommen, was seit dem Chapter 1 ein Teil ist von One Piece. Das ist historisch. Gibt es überhaupt irgendein Storytelling, also Real Rap, gibt es ein Storytelling, was wirklich nachweislich ein Geheimnis so lange nicht gedroppt hat? Das ist ja geisteskrank, Alter. Erstmal, welches Werk läuft über 25 Jahre oder wie lange, weißt du, so seit und dann, seit wann? Und dann vor allem noch kontinuierlich. Also man kann jetzt nicht, ey, ich schreib's gerade rein, man kann jetzt für mich nicht mit Game of Thrones kommen, wo jetzt 28 Jahre kein Buch erschienen ist, weißt du? So, ja, wo es wirklich kontinuierlich Stuff gab die ganze Zeit. Und deswegen musst du auch so überlegen, ein Oda, der zu dieser Zeit, wo in Peace Chapter 1 gezeichnet wurde, Monkey D. Ruffy, der muss da schon gewusst haben, was das D bedeutet. Und was hatte der da im Kopf noch vor kurzem? Romans
Dawn. Oder was ist so, was weißt du? Was hat der kleine, weiß ich nicht, der kleine Mini-Oda früher gedacht so? Mini-Oda, Digga, ich glaub, der kleine Mini-Oda ist bei dem Kopf drin. Ist das krass, das ist so pervers eigentlich, ne? Es ist so pervers. Digga, das kann man sich ja nicht vorstellen, Alter, dass wir nächste Woche in einer ganz anderen One-Piece-Timeline leben, weißt du? Digga, oh, Leute, nee, nächste Woche, nächste Woche wird die Timeline gegenüber One-Piece-Anime-Onlys bezogen auf du weißt noch gar nichts, aber anders. Du weißt noch gar nichts. Auf der einen Seite will ich es natürlich wissen, auf der anderen Seite will ich es nicht wissen, weißt du? Das wird krass, Digga. Das wird richtig heftig. Ich will es nicht wissen eigentlich. Doch, das wird... Ey, das dann, ist, sind wir, dann sind wir so weit schon, ey. Das ist das größte Geheimnis in One Piece, würde ich auch sagen, ja. Oh nein. Ja, es ist das größte Geheimnis. Es ist größer, ja, ne? Es ist eigentlich größer als was ist das One Piece. Ja, okay, na, ja, das ist. Ja, aber guck mal, das Ding ist, ich weiß ja nicht, weil für mich, das kann voll ein Flipper werden, was alles wirklich das One Piece ist. Deswegen, das kann man gar nicht einschätzen. Aber für mich so, dass von dem, was ich einschätzen kann, ist das Flounder Jonah gerade die krasseste Bombe, die gedroppt werden kann. Wie heißt das Königreich? Und wenn es mit einem D anfängt, dann können wir eins und eins zusammenzählen oder er enthüllt es gleich mit, so, dass es auch die Leute sind. Es wäre nicht interessant, wenn er die Verbindung herstellt zu den D-Leuten, weil das würde natürlich sehr viel auslösen, dass viele dann mehr denen vertrauen. So, da würden ja viele Fragen auch aufgeworfen werden, so dass Ruffy so big ist, dass Roger so big war, dass die Marine Ace hingerichtet hat, dass Garp auch bei der Marine ist und so. Dass Sauro, weißt du, ein Riese auch einen D-Namen hat, so dass es gar nicht so rassenabhängig ist, so oder. Ja, das ist, stimmt, ne? Stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das war ja auch voll die krasse Sache, die er eigentlich gemacht hat. Dass der eigentlich auch ein D hat, ne? Die Leaker haben gesagt, dass die Übersetzung bei dem Chapter sehr wichtig ist und eine falsche Übersetzung alles kaputt machen würde. Was pass auf. Es gibt schon kleine Spoiler, die aber nicht spoilern, also da braucht ihr nicht abschalten. Jemand, der jetzt schon die Infos von dem nächsten Chapter hat, nämlich Redon, hat gesagt, dass niemand darauf gekommen ist. Er hat nichts darüber gelesen, dass irgendjemand auf das gekommen ist, was jetzt im nächsten Chapter passiert. Und das ist aber eine interessante Info, weil das ist ja, also eigentlich... Für mich, kann's nicht Dawn sein, für mich fällt gar nicht, aber war das bezogen auf den Namen oder war das bezogen auf was passiert? Auf weiß man nicht, das kann man halt, das ist jede Woche das Neue. Das ist aber krass, weil das verlorene Jahrhundert war eigentlich für mich etwas, was gar nicht schlimm ist, dass wir das vorher gecallt haben, weil es auch nicht schwer war zu callen. So mit der fortgeschrittenen Technologie, bla bla bla. Digga, oh mein Gott, das hype mich eigentlich noch mehr, weil das ja, das heißt ja, das ist, Digga, das wird echt. Du meinst aber auch, dass nicht so doll immer mit Wasser alles voll war, der Planet, ne? Das ist eigentlich die Frage, ne? Wenn du jetzt eine Landmasse hast, ne? Wie die, ich, also nach meinem Wissen, die Erde war ja auch damals oder soll damals auch so eine Landmasse gewesen sein. Und die sich dann splittet, steigt dann der Meeresspiegel? Weil die Menge an Land ist ja noch die gleiche, aber es verteilt sich nur. Könnte ja sein, dass auch dass, da kenne ich mich nicht gut genug aus, könnte ja auch sein, dass was auf die Erde gefallen ist und so ist der Spiegel gestiegen. Ich glaube schon, dass allgemein nur das Ziehen der Red Line extrem viel Wassermassen weggedrückt hat. Achso, ja, stimmt, das auch, ja. Das ist ja so eine Masse, die dazu kam. Und man weiß auch nicht, wie viele Löcher oder wie viele Königreiche vielleicht noch ausgelöscht wurden. Ich finde auch Wano Kuni ist ein gutes Beispiel dafür, so, weil das alte Wano ist ja auch tiefer noch und ist auch komplett so viel größer und alles so. Mhm. Und da wurden ja auch schon die Mauern noch höher gezogen, so als hätten die schon gewusst, dass der Meeresspiegel immer weiter ansteigt. Endlich wird die Kieler Wolf wichtig. Die legendäre Brücke. Sie wird endlich wichtig. Ja, Wasserspiegel steckt nur, wenn die Eisplatten schmelzen. Ja, stimmt dann ja auch wieder. Also Dawn muss es doch sein. Es muss Dawn sein. Ja, das Ding ist... Es ist eine Besenfressgarantie sogar für mich. Oh, aber ist es auch ein... Ist es auch ein Besenfressen? Nee. Ja, das Ding ist aber, Dawn kann ja auch metaphorisch gemeint sein einfach, ne? Diese ganze Dawn-Thematik. Muss gar nicht so ein... Digga-Kingdom. Digga. Ich finde Dawn irgendwie zu offensichtlich und naheliegend. Ja, ich auch! Deswegen sage ich... Drown, wegen dem Meeresspiegel. Ey, geil, Alter, wenn der Name revealed wird, das wäre so... Ja, Duolingo, Alter. Es ist Duolingo einfach. Ey, das wäre halt echt krass, wenn du diesen Namen einfach hast, ne? Er könnte für mich auch nächste Woche einfach weißes Blatt machen und dann einen Namen hinschreiben und fertig. So. Das wäre für mich schon krass. Die Erde selbst hat eine Teufelsfrucht gegessen. Die Wasserfrucht hat der Planet gegessen. Die Wasserfrucht, ja. Ey, wenn du das nächste Woche... Ich kacke ab, ne? Ich kacke komplett ab. Dann raste ich aus, dann schreiben wir alles zusammen. Ja, wirklich. Wild Guess Daiboken. Japanisch für tolles Abenteuer. Aber wenn er... Weißt du, er macht Romance Dawn, was so One Piece-like alles ist, so mäßig, ne? Kennst du ja? Und dann macht er One Piece... Und das Ding heißt wirklich Dawn, das ist ein bisschen so... Ja, aber Romance Dawn ist ja diese Romantisierung von dem männlichen Traum, so. Ne? Ja. Das ist ja dieses ganze Abenteuer-Ding. Deswegen glaube ich eigentlich schon, dass Dawn nicht... Also
nicht weit weg. Also deine Prediction, die Nachricht kommt raus nächste Woche? Ja, die Nachricht kommt auf jeden Fall raus. Also wenn Oda jetzt Fake-Hype macht, das kann er bei dem Chapter nicht machen. Ein Charakter ist gestorben. So. Ja, okay. Vegapunk ist gestorben, der kann kein Fake-Hype machen. Und du siehst ja, leider ist es ja so, du siehst ja durch die Leaker, dass, also eigentlich wissen wir es schon. Also wir wissen ja eigentlich schon, dass es revealed wird, weil, ne, die Leaker ja eine Sprache sprechen. Ja, ja. Also ist ja eigentlich klar. Und meinst du, wir sehen dann auch so in der Welt alle Königreiche, wo das so übertragen wird und deren Reaktion so Enes Lobby? Muss eigentlich, muss, also, weil also, wir brauchen ja ein Verständnis, wie er das macht, ne? Wir müssen ja verstehen, wie er das... Die bessere Frage ist, wo fangen wir an, bei welchem Schwenker? Welchen Bildschirm sehen wir zuerst? Marine, Windmühlendorf. Erstmal sehen wir einen Akainu mit einer Krampfader an der Stirn. Und einen Dragon, der am Schwitzen ist. Ja. Und wir sehen auch natürlich noch einen Imsama, der komplett durchdreht und das Pangea-Schloss irgendwie kaputt macht. Eigentlich müssen wir Dragon sehen, wie er so sagt, oh, Vegapunk, du hast es wirklich getan. Ey, wir sehen einen Imsama, der sauer wird. Der sauer wird und die Gorosei erzittern. Meinst du? Ich glaube, es ist Imsama, der richtig sauer wird. Ich glaube, es ist zu früh für bösen, sauren Imsama. Der ist doch zu mysterious. Doofi, der lacht. Wie soll Doofi das da mitbekommen? Im Gefängnis. Wobei... Das ist ja immer interessant, vielleicht wird das ja gar nicht übertragen, vielleicht hat er irgendwie eine andere Technologie. Vielleicht kann er das in die Köpfe der Leute porten, durch irgendwelche Frequenzen. Aber das wäre auch krass. Das ist eigentlich voll spannend, wie er das macht. Bro, ey, das wäre ja auch so interessant, ne? Das könnte ja voll die Stimmung ausbrechen, dass die Impel Down-Leute sagen, okay, wir müssen jetzt raus. So Massenausbruch nochmal. Ja, das wäre auch geil, Alter. Eigentlich muss das auch nochmal passieren, so ist ja irgendwie klar. Und Doofy leitet es an, weil er gehört hat, dass jetzt weit raus ist. Und denkt sich, okay. Shanks auch zu sehen oder so, oder, boah. Weiß Shanks? Bitte. Ich glaube, ja. Wird Shanks das wissen? Ich glaube, wir sehen alle, also wir sehen die komplette Welt. Aber woher weiß er das? Meinst du nicht, er bekommt die Nachricht auch? Nein, ich meine, ob er das vorher schon wusste. Boah, ich glaube nicht alles. Ich glaube nicht. Ich glaube, der weiß gar nichts über verlorenes Königreich. Einzelne Häppchen so immer mal wieder. Oder Blackbeard auch, ey, wie der darauf reagiert, die Kreuzgilde. Boah, Blackbeard wird so interessant werden, ob er das weiß. Ja. Oder beziehungsweise wie viel er weiß davon. Digga. Big News morgens. Ja, der wird so abcashen, Bro. Hier kommt den YouTube-Trends. Digga, ey. Ich sage, Jan kann safe mit einer Top-3-Platzierung vielleicht sogar rechnen. Weil das wird safe heftig geteilt. Und falls ihr so auf Spoiler-Stuff steht und so, Digga, macht mal ein bisschen Liebe und so. Und wenn das Video droppt, teilt mal das Video von Jan. Teilt das mal in Dings hier. Teilt das mal in WhatsApp-Gruppen, wenn das droppt. Falls es drauf steht und falls eure Freunde auch bei Spoiler am Start sind. Also, lasst mal ein bisschen Liebe da, teilt das und so, dann wird das voll abgehen. Safe. Ja. Ey, wie willst du das machen? Du darfst eigentlich nichts nutzen diese Woche, wenn du so. Ja, ich muss gleich 1109 muten auf Twitter auf jeden Fall. Du weißt aber, du wirst den Namen sowieso mitkriegen. Vielleicht habe ich Glück. Vielleicht doch nicht. Wenn der droppt. Ey, das würde richtig krass. Ey, nächste Woche, diese Nachricht geht dann alle Subjekte von Ymir. Watashi war Eren Jäger. Hey. Mein Dings bekommt ihr nächsten Sonntag. Das wird sehr krass. Ich bin sehr gespannt auf die Resonanz von dem Video hier. Ja, wir werden es nächste Woche sehen. Das wird crazy. Jan, danke für deine Zeit, Digga. Ey, lass nächste Woche auch wieder reden. Ich okay, auf jeden Fall. Mit Kage, so ist immer so eine. Ja. Bei dem Chat. Einfach mal alle. Rein. Ja. Okay, mach's gut, Jan. Ciao, ciao. Wow, das ist echt. Alter, das ist so crazy, ne? Das ist so heftig, Alter.